Hallo, heute machen wir ein Schoko-Oreo-Eis. Das Eis gehört zu einer Eiskooperationswoche. Ganz viele Kollegen machen mit mir zusammen jeden Tag verschiedene Eissorten. Die Links zu den Kanälen findet ihr in meiner Infobox, besucht sie doch auch mal. Wir machen auch ganz, ganz viele leckere Eissorten. Da hier auch nochmal danke an Pascal, dass du mich auch gefragt hast, dass ich mitmache. Ich freue mich dabei zu sein. So, und jetzt kommen wir zu unserem Eis. Hier haben wir jetzt die Sahne und die Sahne schlagen wir jetzt erstmal steif. So, die Sahne ist jetzt steif, die kommt jetzt erstmal weg, die brauchen wir jetzt erstmal nicht. Jetzt nehmen wir die Eier und den Zucker und das rühren wir jetzt erstmal schaumig. So, unsere Eimasse ist jetzt sehr hell geworden und sehr schaumig. Die Masse hat sich wirklich verdoppelt. Jetzt kommt im nächsten Schritt unser Nutella und unsere geschmolzene Schokolade dazu. Und jetzt wird alles gut eingerührt. So, die Schokolade sitzt drin und jetzt heben wir die Sahne unter. Wichtig ist unterheben und nicht reinrühren. Ich habe euch ja versprochen, dass Oreo-Kekse reinkommen. Ich habe jetzt hier einen Viererpack. Jetzt nehmen wir, den Eislöffel und damit zerklopfe ich jetzt die Oreo-Kekse. Gut, und wenn ihr alles zerklopft habt, tut es bitte in eure Eismasse. Nach Bedarf könnt ihr auch gerne noch mehr Oreo-Kekse reintun. Alles dann wieder schön unterheben. Und jetzt füllt ihr das Ganze in eine Tupperdose oder was ihr habt zum Einfrieren. Und es muss mindestens 4 Stunden in den Froster. Unser Eis war jetzt über Nacht im Froster. Wichtig, ihr müsst es mindestens 4 Stunden im Froster haben, damit es auch schon anfriert. Es ist richtig schön cremig. Ich habe es jetzt 10 Minuten, bevor ich es jetzt in die Schale rein habe, habe ich es rausgetan, um es dann antauen zu lassen. Ich muss echt sagen, das Schokoladeneis ist richtig lecker geworden, auch mit Oreo-Keksen. Ihr könnt natürlich alternativ auch andere Kekse reinmachen, wie ihr wollt. Und Schokolade könnt ihr auch dosieren, wie ihr wollt. Ihr könnt auch weiße Schokolade nehmen. Das ist reine Geschmackssache. So, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen. Und lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Tschüss!